So, der Wahnsinn geht los. Es ist jetzt praktisch der Fachbesuchertag. Wir sind auf der Gamescom angekommen und ich habe mir hier schon mein schönes Presseticket geholt. Und ja, ich zeige euch schon mal so eine Mini-Impression. Und zwar seht ihr da praktisch so ein bisschen, da unten gehen schon die ersten rein. Das sind aber alles Aussteller, weil jetzt ist aktuell noch geschlossen für alle. Ja. Fachbesuchertag ist an sich schon ein bisschen gechillt, das muss man ganz ehrlich sagen, aber es ist trotzdem schon sehr voll und wird auch sehr voll werden. Von dem her bin ich gespannt, was ich euch heute alles zeigen kann und ja, lass uns einfach mal in die Menge starten. So, also. Es ist, wie viel haben wir es denn? 9.05 Uhr, also ganz am Morgen in der Früh auf der Pressekonferenz von EA. Und ich muss sagen, ich freue mich unglaublich auf EA, weil EA für mich mit das beste Line-Up überhaupt dieser Gamescom hat. Und ja, ich will euch mal ganz kurz noch ein bisschen was zeigen. Also hier. Da ist natürlich mein Autoverkäufer, BMW-Autoverkäufer, er schlägt dann da höher. Hier geht es um Need for Speed. Da hinten gibt es Star Wars Battlefront. Dann gibt es natürlich auch das neue Plants vs. Zombies, wo ich mich sehr drauf freue. FIFA sieht man da im Hintergrund auch. Also sehr viel, sehr Spannendes von dieser Gamescom und gerade von EA. Also ich bin gespannt und werde euch auf jeden Fall berichten, wie die Games so sind. Also bis gleich. Stehen auf schummriges Licht und dementsprechend bin ich hier praktisch von der Pressekonferenz von Blizzard. Wie ihr seht, da hinten ist die Bühne, ein paar Games und hinter mir die Häppchen. Also es wird hier auch immer für das leibliche Wohl aller Leute gesorgt. Natürlich wichtige Presse, irgendwelche Fachbesucher in der Form. Also da muss natürlich dementsprechend für alles gesorgt werden. Man darf dann während der Präsentation leider nicht filmen oder fotografieren, deswegen kann ich euch dann da nichts zeigen. Aber jetzt in dem Fall seht ihr mal so, wie es hier drin aussieht. Was ihr sonst immer so von draußen begeifert, könnt ihr jetzt also auch mal sehen. Ja, gar nicht so spannend, aber eher ist das, was man nachher sieht. Also, bis dann. So, viele von euch sind ja wahrscheinlich auf der Gamescom am liebsten bei Wargaming Stand, weil da gibt es ja immer was für umsonst. Das ist für euch alle sehr, sehr wichtig. Als YouTuber, dann steht man so mit der Kamera in der Hand. Die Leute gucken einen irgendwie so merkwürdig an. Es ist irgendwie auch, wenn hier Gamescom ist und wenn es hier noch viele verrücktere Vögel gibt als mich, aber teilweise ist es immer trotzdem so ein Kuriosum, wenn man irgendwo so dasteht. Das ist das Doofe am YouTube-Dasein. Es gibt aber dafür viel schöner, das Schöne am Blog, und zwar, dass man heute am Fachbesuchertag da sein darf. Und ihr seht, wie schön leer die Gänge noch sind. Also das ist leer im Vergleich zu dem, wie es dann morgen aussieht. Also morgen wird es viel voller, das werde ich euch natürlich auch zeigen, aber jetzt geht's gleich weiter. So, Tag 2 auf der Gamescom ist es und heute ist der offizielle Besuchertag, also von dem her Donnerstag. Und ich will euch nochmal ganz kurz zeigen, was das immer für ein Wahnsinn in der Früh annimmt. Und gerade, es ist jetzt 8.35 Uhr, also es geht offiziell erst wirklich in einer halben Stunde überhaupt los, dass man reingelassen wird. Und ja, seht euch das einfach nochmal an. Diese Menschenmassen warten alle darauf, reinzukommen. Und nicht nur das, sondern, das muss ich mal mit euch ein bisschen marschieren gehen, ich weiß gar nicht, ob ich es euch überhaupt zeigen kann. Das ist ja nicht nur alles. Das ist ja nicht so, dass die das Einzige wären, sondern da hinten, oh, jetzt sehen wir es leider nicht, aber da hinten ist der Eingang und dahinter stehen schon die ersten Securities. Und da sieht man es auch nochmal. Da stehen schon die ersten Securities und die warten darauf, dass sie dann eben sozusagen auch noch die Leute da reinlassen dürfen. Also es ist unglaublich, was hier immer in der Früh los ist. Und ja, und auch die Bilder werden schön zu sehen. Kann ich euch aber so leider nicht zeigen, wie die Leute in der Früh reinlaufen. Also auch da ist, es gibt Leute, die nehmen extra Skateboards mit, um schnell zu sein. Also da ist wirklich allem was geboten. Aber schauen wir nochmal, wie Tag 2 wird. We'll be right back.
Destructor HD anschauen und das ist ein Spiel, was mich selber in meiner Kindheit unglaublich geprägt hat. Ich habe das damals auf der PlayStation gespielt wie, ja, ich weiß, kann es gar nicht sagen, also ich habe es wirklich hart gezockt und als es dann hieß von vornherein, dass Destructor HD auch wirklich kommt, war ich sehr, sehr happy und jetzt habe ich es gerade gesehen, es ist eben noch ein früher Alpha, deswegen ist es leider mal abgestürzt, aber das darf man dem nachsehen. Das Spiel kommt im Januar raus, also von dem haben wir noch lang genug Zeit, um jegliche Bugfixes zu machen. Hat super ausgesehen, hat den originalen Humor von Constructor, also von dem her freue ich mich da sehr drauf. Jetzt geht es dann gleich noch weiter Mafia angucken. Bei Mafia bin ich gespannt, es ist zwar leider nur eine Präsentation, aber trotzdem auch sehr sehenswert, weil ich bin auch ein riesengroßer Mafia-Fan. Also ihr seht, ich bin da ein bisschen variabler, was meine Spiele angeht. Ja, und ich würde sagen, wir schauen einfach mal, wie es weitergeht und ja, bleibt dran, es lohnt sich bestimmt. Und hinter mir ist die Leinwand, also von dem her, ja, auch da seht ihr ein bisschen was, aber natürlich